Ja, liebe Krimi-Freunde von 59 Plus, ab 24.02. laufen wieder neue Folgen von Der Alte. Um 20.15 Uhr. Im ZDF. Und wir haben tolle Kollegen mit dabei. Genau, Jeanette Hein, Max von Puffendorf, Ole Puppe, Max Diedorf, Francis von Smith. Also schaltet ein, wir freuen uns auf euch. Genau. Ciao. So, legen wir los. Kommst du? Ja, ich muss noch meine Jogging-App starten. Was ist? Das Ding findet meinen Brustgurt nicht. Hä? Oh, das zieht irgendein Update. Ich habe ja so schlechten Empfang, das dauert. Aber laufen kannst du doch alleine. Was? Oh Mann, du sollst joggen und nicht zum Mond fliegen. Ja, aber wenn die scheiß App nicht läuft, dann zeichnet es nicht die Kilometer auf und nicht meine Herzfrequenz. Und das ist meine ganze schöne Statistik im Arsch. Du, vor 100 Jahren konnten die Leute auch ohne App joggen. Dann wirst du das jetzt auch können. Komm jetzt, ich bin im Flow. Ja, ja. Was ist? Yes! Ich hab ein Match. Der Typ hat auch gleich geschrieben. Wie? Du hast eine Dating-App? Ich bin halt ein Single mit Niveau. Anna, aber dir ist schon klar, dass sich die Leute vor 100 Jahren auch ohne App verliebt haben. Ich lauf dann schon mal vor. Oh, das ist echt ein scheiß Empfang hier, ey. Wart mal! Also ich finde diese Dating-Apps irgendwie schlimm. Anstatt dass man sich auf die Leute einlässt, wischt man einfach so ihre Bilder weg. Das ist ja das Problem bei den Singles heutzutage. Zu viel Auswahl. Alles muss immer gleich passen. Man denkt immer, der Nächste ist bestimmt der große Jackpot. Aber man bekommt ja den Hals nicht voll. Und selbst wenn einmal einer perfekt ist, könnte ja noch was Besseres kommen. Und wisch, wisch, wisch. Ich finde, man muss sich auf die Leute einlassen. Das kann man nicht so wie ihm vorbeiwischen. Was ist? Nix? Gib mir mal dein Handy. Wieso? Ey, du hast sogar das Premium-Abo? Drei Städte? Ey, du kriegst den Hals nicht voll. Das habe ich doch nur so zum Spaß abonniert. Ich geh mal eine Runde wischen. Anna? Hallo? Jetzt wisch die doch nicht alle weg. Lass mich doch noch mal gucken. Hey, die sah doch aber echt gut aus.